Willkommen zurück und das nächste Spiel ist Defender 2. Ich habe schon ein bisschen lange gezockt, allerdings habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verskillt. Aber egal, man kann hier auch lokal und auch Battle machen. Ich glaube, ich habe letztes Mal ein Battle gemacht, keine Ahnung. Aber wir gehen mal lokal rein. Dann, ich glaube, ich zeige erstmal das Spiel und dann halt den ganzen Kram mit den Menüs. So, hier kommen die ganzen Gegner an und wir müssen jetzt, mein Finger sieht man ja, die Gegner quasi abwehren mit unseren Kanonen. Die versuchen, die Mauer einzureißen. 100 HP habe ich. Ach Mist, oben diesen Totenkopf, der hier oben in dem Bereich ist, den sieht man gar nicht richtig. Auf jeden Fall geht er so... Oh mein Gott! Spezialangriff! Ja, der geht ungefähr nochmal dasselbe... Zeig mal eben, bis hierhin geht der ungefähr und da ist der Levelende hier oben, dieser Totenkopf. Ansonsten ist er sowieso Ende. Game over. Ich glaube, GLP hat das Ganze bis Stage 200 irgendwas gezockt. Oh, ich gehe nochmal rein und dann versuche ich es nochmal richtig. So, man kriegt so auch jede Menge Asche, weil auf Kohle kommt es hier an, damit man sich skillen kann. So, fatal ist zum Beispiel ein Crit, den man dann hat. Kann man alles skillen, man kann die Schussgeschwindigkeit skillen, den Schaden, den Basisschaden. Natürlich kann man hier auch wieder Geld ausgeben, wenn man mehr Kristalle haben möchte. Da oben, jetzt habe ich 59. Oh nein! Alter! Ja, total falsch angefangen hier. Die ganzen Drecksmagier wieder. Nein! Okay, platt. Game over. Oh, nochmal. Und? Oh, also viel XP bekommt man nicht, wenn man den Level nicht schafft. So, nochmal. Man kann auch leider nicht in schwächer Level nochmal skillen oder wie auch immer. Man hängt dann so fest. Ich habe jetzt auf Anraten meines Bruders einen gewissen Skill... eine gewisse Skillung verfolgt. Nur ist das super ätzend. Oh mein Gott. Weil man dann hier total lange in den einzelnen Level rumballern muss, bis man mal endlich Sachen skillen kann, die mehr Schaden machen. Aber dazu gleich mehr. Oh, es geht doch kaputt. Oh, sehr gut. Oh, schon wieder kaputt. Scheiße. Und... Leben 0, Bonus 31 und wieder ein bisschen XP. Aber ich zeige jetzt mal das Skillsystem. Eigentlich ist hier Stärke. Die Geschwindigkeit, womit die Pfeile fliegen. Dann der Powershot. Dass die zurückgestoßen werden, die Monster. Fatalblau ist halt Double Damage bei 20%iger Chance. Das ist dann dieses, wenn er fatal steht. Poison Arrow habe ich jetzt noch nicht und ich spare eigentlich auf... Multi-Arrows. Dafür brauche ich allerdings 5000. Und dann kommen schon mal zwei Pfeile von dieser Station. Und im Endeffekt will ich erstmal hierhin zu Senior Hunter. Weil extra XP. Aber bis ich da bin, ist halt, glaube ich, komplett vorbei hier alles. Weil eigentlich könnte man die ein bisschen aufskillen. Dann würde man mehr Schaden machen und dergleichen. Dann gibt es hier nochmal eine Mana-Abteilung. Habe ich bisher auch nur den Feuerball. Dann kann man die Stärke seiner, also mehr Life Points kann man sich erholen. Magic Tower, Lava Mord. Mord? What's God? Okay, und dann Magic Power, Burn und dergleichen. Und hier dann nochmal die Waffen. Die kriegt man sowieso. Dafür kann man, genau, Geld ausgeben. Und dafür kann man diese Kristalle ausgeben. Wobei das jetzt gerade da oben ein bisschen verschoben ist. Diese 59, die hier steht, die müsste eigentlich hier oben bei den Kristallen sein. Oh. Und da sieht man auch, dass man die alle einkaufen kann. Das würde ich aber nicht machen. Ich spare eigentlich auf den. Brauche ich ja nur noch 191 Stück. Voll viele. Aber okay, das ist eine Waffe, die mit einem Mittellevel. Aber ich versuche jetzt einfach nochmal den Level zu schaffen.
Defender 2. Aber an sich würde ich jetzt, glaube ich, versuchen, hier 5000 zu bekommen und dann den Multi-Arrow skillen. Und dann vielleicht auf Geschwindigkeit und Schaden gehen, nochmal generell. Und Multi-Arrow hat irgendwann auch 3. Oder noch mehr, weiß ich jetzt gar nicht. Fatal. Oh oh. Oh, schnell auf die Magier, bevor die da einen geballten Schuss abgeben. Oh, könnte die letzte Welle sein. Obwohl, ne, da kommt noch eine letzte Welle. Da ist er, halte ich nicht aus. Low Mana, verdammt. Oh, stimmt, das ist ein Boss-Level sogar. Da wäre jetzt der Boss gekommen. Toll. Nochmal. Schon 1900. Ich glaube, gerade hatte ich 1500. Gut, so lange dauert es dann doch nicht. Vielleicht 3 bis 4 Stunden. Voll lange. Oh oh. Und die kommen auch immer anders, diese Gegnergruppen. Also wer ein bisschen Ausdauer und Langeweile hat, für den ist das Spiel bestimmt toll. Mich hat es jetzt irgendwann nicht mehr so geflasht. Wegen dieser Farmerei dann nachher doch. Kommt alle her! Oh, Mist, die nächsten. Aber vielleicht sieht man ja nochmal den Boss hier. Den ich da nicht schaffe. Oh oh. Jetzt kommt der Boss. Noch nicht. Ja, genau, noch ein paar Magier. Oh nein! Da ist der Boss. Aber den werde ich eh nicht schaffen. Der haut mich jetzt einmal und bin down. Nein! Okay, aber immerhin relativ viel Asche bekommen. Und? Oh, komm, einmal noch. Dann habe ich Level up. So ehrgeizig ist man dann doch noch. Und schreibt ruhig mal rein, von wegen, was man hier noch zocken könnte. Man kriegt ja nicht jedes geile Spiel mit. Defender war auch, glaube ich, ein Spiel, was relativ oft gewotet für wurde. Oder oft in den Kommentaren war. So, gleich. Aber bis man hier 5000 hat, ey, da braucht man doch noch ein bisschen. Oh. Zumindest ein bisschen. Das war wieder fatal. Da macht man ja, wie gesagt, Double Damage. So, für Level Up muss es reichen. Jetzt werde ich zwar hier kaputtgeschlagen. Und der Boss ist wieder da. Und ich bin down. Game over. Oh. Ha! Ganz toll! Ich glaube, Level an sich bringt nur, dass man hier halt weiterkommt. Dann Need Level 10 to unlock. Genau, na gut, das ist Defender 2. Ist auch gratis soweit, also wer Bock hat, kann sich's gerne mal angucken. Ansonsten sage ich mal, bis im nächsten Game. Tschö!